Gesund und günstig einkaufen mit ganz bewussten Ausnahmen. Hallo und herzlich willkommen zur Lebensfuchs Einkaufswoche. Mein Name ist Janine. Diese Woche habe ich mal kein Einkaufshopping betrieben, sondern konnte alles, was ich brauchte, günstig in nur einem Laden bekommen. Dafür habe ich aber das Essen variiert und es mir schmecken lassen. Am Montag hatte ich mal wieder Japs auf Spaghetti und dann dachte ich mir, dann gibt es die eben. Da ich letzte Woche weder Nudeln noch Pizza hatte, war es auch mal wieder an der Zeit. Ich habe mir ein paar Wedges gemacht und eigentlich wollte ich mir Erbsen dazu machen, aber dann waren es doch so viele Kartoffeln, dass ich dachte, das wird zu viel. Und deshalb habe ich mir noch drei kleine Tomaten dazu geschnitten. Und ich habe morgen vor, mir eine Ofenkartoffel zu machen, weil die Kartoffeln aus dem Kartoffelsack von letzter Woche, glaube ich, so dermaßen groß sind, dass ich das einfach anbiete. Und dafür habe ich einfach jetzt schon den Kräuterquark angerührt und dann dachte ich, dann nehme ich den einfach auch noch dazu statt Erbsen. Es gibt Ofenkartoffel mit Erbsen, wie angekündigt. Allerdings werde ich das nicht wieder machen. Die Kartoffel war jetzt insgesamt 2 Stunden im Ofen und das kostet ja ein Vermögen, also an Stromkosten. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht liegt es einfach an meinem Mini-Ofen. Ich habe ja keinen normalen Backofen, dass es vielleicht mit Mini-Ofen nicht so gut geht. Also werde ich aus den restlichen großen Kartoffeln einfach wieder Wedges machen. Am Mittwoch habe ich wieder frisches Gemüse gekauft. Morgen ist ja Feiertag und da brauchte ich dann doch noch mal etwas Salat. Und der war auch im Angebot, ich vermute mal aufgrund des Feiertags, weil die den loswerden wollten. 50 Cent dieser je Ballen Salat, leider sind die sehr, sehr klein. Also das ist dann auch wirklich nur eine Portion, so viel ist das nicht. Ja, und aber im Angebot, ach, sieht man hier gar nicht, die Gurke für 38 Cent und die Tomaten auch im Angebot. Da habe ich die Tüte jetzt voll gemacht, 946 Gramm, das Kilo kostet 1,29, das sind jetzt 1,22 €. Und dann waren so einige Kerne im Angebot. Ich wollte eigentlich Kürbiskerne haben für 1,50 €, die waren aber ausverkauft und dann habe ich jetzt ersatzweise diesen Salatkernmix genommen, da sind auch Kürbiskerne drin, aber überwiegend Sonnenblumenkerne und ein paar Pinienkerne, auch 1,50 €. Und im Angebot Fischstäbchen. Ich hatte ja zu Ostern mir einmal Fischstäbchen geholt, davor mehrere Jahre nicht. Und irgendwie bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen und ich habe mir überlegt, morgen zum Feiertag werde ich mir dann wieder Fischstäbchen machen mit ein bisschen Salat dazu. Und die Packung kostet 2,99 €. Eier brauchte ich auch wieder, 2,29 €. Und dann habe ich hier noch so einen Babybell, den habe ich ja jetzt öfter mal gekauft. Den finde ich auch eigentlich ganz nett, auch mal so als Snack irgendwie zwischendurch. Das ist jetzt eine 5er-Packung. Es gibt ja auch als 9er-Packung. Und die 5er-Packung war im Angebot für 1,49 €. Und dann habe ich hier 2 Almigurts mitgenommen, auch im Angebot für je 29 Cent. Normalerweise nehme ich immer hier den mit weniger Zucker. Ich habe jetzt aber den mal mit Zero Zucker gesehen und mitgenommen. Und ich habe erst gedacht, so ganz ohne Zucker schmeckt das ja nicht. Und dann habe ich geguckt, was da drin ist. Da ist kein Süßstoff drin, sondern Erythrit. Erythrit ist ein kalorienfreier Zuckerersatzstoff. Und habe ich auch schon zum Süßen verwendet. Allerdings nehme ich jetzt momentan lieber Birkenzucker. Birkenzucker ist auch ein Zuckerersatzstoff, hat allerdings Kalorien, aber der sorgt nicht für so einen hohen Blutzuckerspiegelanstieg wie normaler Zucker und wirkt auch noch gegen Karies. Also das nehme ich jetzt halt lieber so Birkenzucker. Aber da ist jetzt Erythrit drin, das ist auch in Ordnung. Und dann Hirtenkäse, den mache ich immer gerne mit in meinen Salat rein. Der war nicht im Angebot, der kostet 1,89 €, 10 Cent teurer geworden, sehe ich gerade. Aber ich mache ihn halt gerne in Salat rein, dann muss ich das halt bezahlen. Und dann war so einige Haushaltsartikel im Angebot. Einmal
Hier, Backpapier habe ich mitgenommen, kostet 1,43. Und dann konnte ich mich so nicht so ganz entscheiden, was ich nehme. Ich habe jetzt einmal das Butterbrotpapier zum Zuschneiden. Das kostet 89 Cent. Das habe ich jetzt so eher für zu Hause gedacht. Also man kann es ja zum Beispiel auch zum Basteln verwenden oder wenn ich dann doch zu Hause mal irgendwie was einpacken muss. Und dann bin ich ja über Pfingsten auf Segelfreizeit und da habe ich auch schon so ein paar Sachen für eingekauft. Und ja, jetzt habe ich mir überlegt, ich nehme doch so ein paar Butterbrottüten mit, dass ich mir da vom Frühstücksbuffet vielleicht nochmal irgendwie so eine Scheibe Brot einpacken kann. Ich habe auch überlegt, mit einer Brotdose, das ist aber schwierig, dann haben wir nichts zum Abwaschen und das ist wieder ein Gegenstand mehr. Wir dürfen nur ganz wenige Sachen mitnehmen, weil wir nicht so viel Platz haben. Also wir sind zu viert in einem Auto und müssen dann auch das Gepäck für vier Personen transportieren und die ganzen Segelsachen, das ist nicht wenig, ne? Mit Neoprenanzug und Segelschuhe und all so ein Kram, Schwimmwesten, tralala. Und deshalb so wenig mitnehmen wie möglich und deshalb dachte ich ja auch, da wir auf der Fahrt auch was zu essen mitnehmen müssen und ich jetzt da nicht so zig Brotdosen noch irgendwie mit in den Rucksack quetschen möchte und so und dann für dort in der Jugendherberge auch habe ich mir jetzt ja, diese Tüten mitgenommen. Die kosten 1,52. Und falls es irgendwie auch noch so Gurkensticks oder so, da sind dann die Tüten nicht so gut, die Papiertüten. Deshalb habe ich auch noch ja, diese Frühstücksbeutel mitgenommen, die eben wasserdicht sind. Die kosten 49 Cent. So, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir es aber geschafft. Bezahlt habe ich 16,79 €. So einen leckeren gemischten Salat esse ich eigentlich jeden Abend. Und ja, das ist jetzt auch ein ganzer Salat, weil die eben nicht so groß waren, die ich für 50 Cent bei Edeka gekauft habe. Und ansonsten habe ich noch eine Paprika, Radieschen und Tomaten, Hirtenkäse, Nudeln und wieder selbstgezogene Sprossen. Ich verlinke dir ein paar, wo du die günstig bekommst. Also Kresse, Brokkolisprossen und auch Mungobohnensprossen. Die Mungobohnensprossen werden in einem Sprossenglas gezogen und hier das Kresse und Brokkolisprossen einfach auf einem Küchenpapier aussäen. Wie angekündigt, gibt es Fischstäbchen allerdings nicht mit Salat, sondern ich habe mich umentschieden für Erbsen, weil ich ja abends sowieso immer Salat esse. Und dann dachte ich, dann habe ich mittags wenigstens ein bisschen Abwechslung mit Erbsen und ja, keine Kartoffeln oder so dazu, weil ich mir denke, dass die Panade der Fischstäbchen dann die stärkehaltige Beilage ist. Momentan esse ich ja Pancakes zum Frühstück und zwar aus eingeweichten Haferflocken. Man kann natürlich auch Hafermehl machen aus Haferflocken, aber ich weiche sie momentan einfach über Nacht ein. Und da ich heute den ganzen Vormittag unterwegs bin, habe ich mir drei Pancakes gemacht. Normalerweise mache ich mir zwei und esse dann später noch einen kleinen Snack, aber das muss heute länger vorhalten, deshalb gibt es eine größere Portion. Ich war am Samstag noch einmal einkaufen. Ich hatte nämlich keinen Salat mehr und habe dann auch noch anderes dazu geholt. Der Salat kostet immer noch nur 50 Cent, worüber ich mich sehr gefreut habe. Allerdings sind sie immer noch sehr klein, da, sodass halt ein Salat nur eine Portion ist. Aber auch dafür sind 50 Cent noch günstig. Und ja, dazu habe ich auch noch mal eine Gurke geholt für 38 Cent und die Tomaten aus dem Angebot 1,29 das Kilo. Das sind jetzt 1,33 €. Und jetzt gab es Kürbiskerne. Ich habe mich gefreut, deshalb habe ich gleich zwei Packungen mitgenommen. Ja, genau, die kosten im Angebot 1,50 €. Und ich habe noch einmal den leckeren Almgurt mitgenommen für je 29 Cent. Den Zero-Zucker habe ich probiert. Ja, kann man essen, aber der mit weniger Zucker, der schmeckt mir doch besser. Und da es ein Genussmittel ist, denn Fruchtjoghurt ist ja leider eine Süßigkeit, auch mit weniger Zucker,
ja, es ist ein Genussmittel und daher möchte ich es ja auch genießen. Deshalb habe ich jetzt die Zuckervariante bevorzugt. Ja, bezahlt habe ich bei Edeka 6,73 Euro. Ich bin heute wieder unterwegs und deshalb habe ich mir den Salat, den ich eigentlich abends esse, wieder in so eine Vakuumdose auslaufsicher gepackt. Ist jetzt eher so ein Schichtsalat und ist auch etwas voll. Ich werde das jetzt einfach mit dem Deckel hier zusammenquetschen und dann, wenn ich das esse, umrühren. Da ist alles drin, was ich sonst auch mache. Salat allerdings ein bisschen weniger, weil halt nicht so viel reinpasst. Nudeln, Tomate, Gurke, Paprika, Radieschen und Hirtenkäse. Ich war diese Woche auch wieder einmal in der Mensa und habe Cevapcici gegessen. Das Gericht hat 4,05 Euro gekostet, etwas teurer, weil es sich um Rindfleisch aus der Region handelte. Die Gerichte aus besserer oder regionaler Tierhaltung sind extra gekennzeichnet und kosten 1 Euro mehr. Und daran sieht man auch, dass in der Mensa frisch gekocht wird und nicht bloß Tiefkühlware aufgewärmt. Diese Woche habe ich 24,75 Euro ausgegeben. Punkte und Cashback gab es diese Woche nicht, dafür aber 3x5% Studentenrabatt bei Edeka. Gute Nachrichten für alle, die mit ihren Einkäufen noch Geld verdienen möchten, denn das Marktforschungsunternehmen Nielsen nimmt wieder neue Teilnehmer auf. Bei Nielsen und auch bei der Gesellschaft für Konsumforschung kannst du deine Einkäufe mit deinem Handy einscannen und erhältst dafür Einkaufsgutscheine. Ich selbst nehme seit einigen Jahren bei beiden Unternehmen teil. Im Video oben rechts habe ich erklärt, wie das Ganze funktioniert und ich packe dir die Links zur Anmeldung unten in die Videobeschreibung. Dann verabschiede ich mich und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!